Mein Name ist Tino und ich bin letzte Woche, wie Andi gerade erwähnt hat, 20 Jahre alt geworden. Und ja, ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg und bin vor ungefähr 8 Jahren erst nach Hamburg gezogen. Und ja, also kurz zu mir, ich wurde halt als Kind auch katholisch getauft und glaubte auch einfach schon von Kind auf daran, dass es irgendeinen Gott geben muss. Aber ja, nur zu glauben, dass es einen Gott gibt, bringt ja keine Lösung, weil auch Dämonen glauben an Gott und zittern und werden nicht in den Himmel kommen. Und was erstaunlich ist, dass es heute wirklich, wirklich Gnade ist, dass ich heute hier stehen darf. Ich kann das wirklich kaum in Worte fassen, dass ich heute über Jesus Christus sprechen darf. Wenn ich nur 2,5 Jahre zurückdenke, also mein letzter Besuch in Hannover, war ich nicht hier, um über den Herrn zu sprechen, sondern ja, um meine jugendlichen Begierden zu befriedigen. Ich war hier, um feiern zu gehen. Ich war hier, um in Shisha-Bars zu gehen und um einfach mein Leben jetzt zu genießen. Ich habe es früher wirklich geliebt, mich zu betrinken, Shisha zu rauchen und Gras zu rauchen. Und diese Probleme waren schlimm und die haben mir auch geschadet. Aber was noch viel schlimmer war, und dafür schäme ich mich auch, aber ich war ein egoistischer, neidischer und arroganter Mensch und war wirklich sehr mit Hass erfüllt und hatte wirklich sehr viel Hass in meinem Herzen. Und dadurch habe ich ja sehr vielen Menschen leider geschadet. Es hat in meinen früheren Jahren sogar damit angefangen, dass ich Menschen ja, gemobbt habe. Es war so schlimm, dass ich deswegen fast aus der Klasse rausgeworfen worden wäre. Und ich schäme mich, das wirklich zu sagen, aber ich hatte Freude daran, andere Menschen zu schaden und fertig zu machen. Ja. Ich liebte es auch, für Aufstand zu sorgen und Streit zu verursachen. Ich war ein wirklich sehr, sehr respektloser Mensch. Ja, und einmal war ich sogar auch so respektlos gegenüber meiner Klassenlehrerin, dass ich einen Schulverweis bekam. Und zu dieser Zeit hörte ich auch sehr, sehr viel weltlichen Deutschrap. Und ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, 187 Straßenbande, Bones MC. Und er war wirklich mein Vorbild. Er hat in meinen Augen das perfekte Leben geführt. Er hat Geld gehabt, er hatte Autos, er hatte wunderschöne Frauen. Und ja, jeden Morgen, auch wenn ich, bevor ich zur Schule gegangen bin, gibt es ja auf Instagram, gibt es ja solche Stories, die man teilen kann von seinem Leben. Und die habe ich mir jedes Mal angeschaut. Und ja, als ich diese Stories halt von ihm sah, wo er am Feiern ist oder in anderen Ländern abhing und einfach nur sein Leben genießte, und das in allen Zügellosigkeiten, wollte ich auch unbedingt dieses Leben. Dadurch ging ich auch wirklich mit schlechter Laune in die Schule und war sehr unzufrieden. Ich habe mich immer gefragt, ja, warum ich zur Schule gehe, wenn andere ohne richtige schulische Bildung oder auch ohne richtigen Schule oder ohne allgemein ohne Abschluss so viel Geld verdienen können und ihr Leben genießen können. Und deshalb war es dann mein Traum, auch einfach Rapstar zu werden. Ich habe angefangen, Texte zu schreiben und fluchte in den Texten, aber erwähnte auch gleichzeitig, dass es einen Gott gibt. Ja, ich habe echt auch über Gott geschrieben und ja, natürlich über einen anderen Gott. Und ja, aber zu einer gewissen Zeit kam wirklich, also das war einfach von Gott gelenkt, kam wirklich aus dem Nichts, hat mir einfach ein früherer Freund Videos geschickt und ja, die Videos gingen über Illuminaten und ja, ich selbst konnte dieses Thema nicht verarbeiten, weil es mir sehr, sehr viel Angst gemacht hat. Und auch er hat mir diese Videos geschickt, weil er richtig, richtig Angst hatte und er konnte das wirklich alleine ja, nicht verarbeiten. Und diese Videos gingen, ich weiß nicht, ob ihr kennt, Bilderberg. Also Bilderberg ist so eine Konferenz, wo sich halt Politiker oder ja, Personen, die in der Welt sehr, sehr viel zu sagen haben, sich geheim treffen. Und ja, und halt auch über die Musikindustrie. Und ja, wirklich nach den ersten Videos merkte ich, dass das die Realität ist. Und deshalb, ich habe mir da auch, weil ich mich jetzt gerade in der Woche auch damit auseinandergesetzt habe, nochmal so Audios angehört. Und ich habe wirklich in der Audio gesagt, dass ich wirklich Angst habe. Und ich konnte wirklich keine Videos mehr angucken. Und ich konnte nachts auch nicht mehr schlafen, weil ich wusste, dass es einfach eine satanistische Elite im Hintergrund gibt. Und ja, und die einfach Schreckliches planen. Ich habe erkannt, dass viele Politiker Marionetten sind und
Ja, und auf das hören müssen, was die Elite zu ihnen sagt. Und ja, und diese Elite folgt auch ihrem Gott, aber sie folgen dem Satan. Und der Satan hat halt nicht nur in der Politik die Kontrolle, sondern auch ja, in vielen anderen Bereichen und deshalb gerade auch in der Musik, weil wie wir auch in der Bibel lesen, in Hesekiel 28, 13 steht, deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Schaffung wurden sie bereitet. Das heißt, man kann davon ausgehen, als Lucifer noch im Himmel war, als noch kein gefallener Engel war, dass er den Lobpreis und die Anbetung führte. Das heißt, er wurde auch erschaffen für die Musik und war somit der oberste der Musiker. Und deshalb durch die Videos, wenn ich mir mehr und mehr Videos einfach anschaute, weil mich hat das nicht losgelassen, dieses Thema. Ich fand das wirklich so, ja, einerseits einfach auch interessant und ich erkannte wirklich, ja, dass diese Musikindustrie wirklich satanisch ist. Ich habe wirklich erkannt, ja, dass der Teufel auch da die Kontrolle hat und ja, dass Superstars ihre Seele dem Teufel verkaufen, um dafür Ruhm und Erfolg zu erlangen. Und ich habe da einfach mal von, weil ich auch früher sehr viel Bushido gehört habe und ein Lied von ihm, das heißt Mephisto sogar, Mephisto heißt ja auch, ist einfach ein anderes Wort für Teufel. Und in dem Lied sagt er, die Seele war verkauft, der Junge stieg auf seinen Thron, für viele ein Idol, doch seine Freiheit Illusion. Mephisto hatte Pläne, der König der Hyänen, die Schlange, der Apfel im Garten von Eden. Und da sieht man ja einfach, dass Bushido selber in seinem Song sagt, dass die Seele verkauft war und dass er durch den Teufel ja, auf den Thron steigen konnte. Und es gibt wirklich zahlreiche Texte, wo Künstler das wirklich offen sagen, aber wir Menschen haben halt leider taube Ohren und können oder überhören das auch und wollen das auch überhören. Aber das ist halt auch nichts Überraschendes, weil in Matthäus 8 bis 9 steht sogar, als Jesus von dem Teufel versucht worden ist. Matthäus 4 ist das, wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und das widerspiegelt einfach heute, wenn Leute den Teufel anbeten, dann bekommen sie das, ja, was der Teufel auch gibt. Sie können alles in dieser Welt bekommen, Frauen, Autos, Geld. Und mehr und mehr erkannte ich wirklich, dass der Teufel der Gott ist. Und in 2. Korinther 4, Vers 4 steht auch, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Das heißt, der Teufel wird auch Gott dieser Weltzeit genannt. Und ja, zudem habe ich auch von Katy Perry auch, kennt man, in einem Interview, meinte sie, dass sie nicht alleine hier sitzt, sondern jemand in sich hat. Und ja, und ab dem Zeitpunkt wirklich, wusste ich wirklich, war, dass das die Realität ist und ja, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Ich hatte täglich Angst. Auf einmal sah ich wirklich die Welt mit ganz anderen Augen. Und ich habe mir wirklich gleichzeitig gedacht, wenn es den Teufel gibt, dann muss es einen Gott geben. Und der gleiche Freund, der mir diese Videos geschickt hat, hat auch mir gezeigt, dass in der Offenbarung, in der Bibel, in dem Buch, krasse Prophezeiungen stehen, wirklich, die schon eingetroffen sind und auch die noch eintreffen werden, wie zum Beispiel das Malzeichen, wie man das einfach sieht, das wird kommen und ja, und ich wusste, dass das nicht ein Mensch alleine geschrieben hat. Ich habe angefangen, die Offenbarung zu lesen. Ich habe wirklich kaum was verstanden. Aber ich wusste, dass das ein Gott geschrieben hat. Dass es nicht ein Mensch allein geschrieben hat. Und ja, dadurch schaute ich mir allgemein mehr und mehr christliche Videos auch einfach an. Und sah, dass Jesus Christus alles überwunden hat. Er hat alles überwunden. Und ich habe das letztens auch gelesen in Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Amen. Amen. Ich verstand auch, dass ich ohne ihn für alle Ewigkeiten verloren bin. Ich erkannte, dass ich ein Sünder bin und dass ich Vergebung brauche. Und dann bin ich auf die Knie gegangen und habe den Herrn Jesus in mein Leben gerufen. Aber ich habe mich so elendig und räudig gefühlt. Auf einmal wirklich, wie heilig dieser Gott ist und ich bin so ein dreckiger, elendiger Mensch mit all meinen Dreckstaten, die ich tagtäglich getan habe.
Und ich habe aber trotzdem gespürt, wie mir vergeben worden ist. In Jesaja 1, Vers 18 steht: Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, so sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Plötzlich merkte ich, wie ich sehen wurde. Ich habe anfangs immer noch gelebt wie ein Unbekehrter. Ich hatte wirklich kaum Erkenntnis, aber ich spürte, wie dreckig und schlecht ich mich fühlte, als ich sündigte. Und beispielsweise ging ich immer noch in Shisha-Bars und das war, nachdem ich mich bekehrt habe. Und eines Abends, es war so ein Uhr abends, und rief mich die damaligen Freunde an, ob wir in eine Shisha-Bar gehen wollten. Ich war 17 Jahre alt. Natürlich fragte mich meine Mutter, wo ich um diese Uhrzeit hingehen möchte. Und ich sagte ihr, dass ich halt einfach nur vor die Tür gehen wollte und ein bisschen spazieren gehe. Und ich habe meine Mutter wirklich früher fast täglich angelogen, weil ich halt sehr viel Gras geraucht habe und allgemein auch in Shisha-Bars gegangen bin, feiern gegangen bin. Und natürlich erzähle ich nicht meiner Mutter, dass ich jetzt rausgehe und Gras rauchen gehe. Und deshalb habe ich sie wirklich sehr, sehr oft angelogen. Aber nach dieser Lüge bin ich wirklich innerlich zerbrochen. Ich kann es kaum in Worte fassen, wie schrecklich ich mich gefühlt habe. Nachdem ich zu Hause war, bin ich wirklich mit Schmerzen und Trauer auf die Knie gegangen. Ich habe es auf einmal so sehr gehasst, zu lügen. Und ich war einfach in der Welt und habe auch Pornografie geguckt und war auch süchtig danach, aber plötzlich habe ich die Pornografie gehasst. Ich weinte wirklich nach dem Vergnügen. Aus Glücksgefühlen wurde Trauer und Schmerz. Ich habe zu Gott geschrien. Und das Wunderschöne ist, wie es auch im Psalm steht, dass Gott unsere Gebete erhört. Und der Herr Jesus hat meine Gebete und meinen Schrein erhört. Und ich bin seit fast 2 Jahren davon befreit. Aber trotzdem ist es wirklich täglich ein Kampf. Der Teufel versucht wirklich durch Gedanken und Träume, dich immer wieder zu Fall zu bringen. Er hasst es wirklich, er hasst es so sehr, wenn du zu Gott gehörst. Er hasst es so sehr, aber der Herr hat uns seinen Heiligen Geist gesandt und ohne den Heiligen Geist würde ich wirklich diesen Kampf täglich verlieren. Und ich wurde zwar befreit, aber ich hatte wirklich doch überhaupt gar keine Ahnung, was es heißt, Christ zu sein und was es heißt, jetzt auch danach zu leben. Ich hatte wirklich überhaupt gar keine Furcht vor Gott. Ich bin immer noch in Shisha-Bars gegangen. Und ab und zu habe ich noch getrunken, aber ich fühlte mich dabei nicht mehr wohl, weil auf einmal habe ich wirklich auch beim Shisha-Rauchen, auf einmal habe ich Kopfschmerzen bekommen, auf einmal habe ich in der Lunge solche Schmerzen bekommen. Ich habe mich gar nicht mehr wohl gefühlt. Mir war auf einmal so heiß und ich musste da raus. Und früher habe ich so viel Shisha geraucht, das war wirklich überhaupt kein Problem, aber auf einmal war das ein Problem und auf einmal wollte ich wirklich in keine Bar mehr rein. Auf einmal wollte ich wirklich, da nur noch raus, aber man darf nicht vergessen, dass der Teufel auch einfach nicht schläft und wie auch gerade schon erwähnt, er hasst es einfach, wenn man zu Jesus gehört und deshalb schickt er mir auch damals ein Mädchen und dieses Mädchen, das habe ich, weil ich bin ja katholisch und habe mich mit 14, 15 hatte ich auch eine Firmung und da kannte ich sie schon und ich fand sie damals wirklich sie war wirklich ein wunderschönes Mädchen und ich habe mir halt gedacht, sie glaubt ja auch an Gott. Das heißt, ich könnte sie für Christus gewinnen. Und ich habe nicht auf Gott gehört und deshalb geriet ich dadurch wieder auf alte Wege zurück. Und ich habe wieder angefangen, viel Alkohol zu trinken und in Shisha-Bars zu gehen. Und wofür ich mich wirklich schäme, das ist das Schlimmste wirklich dabei. Ich bin wirklich auf die Knie jedes Mal davor gegangen und habe gesagt, auch wenn ich jetzt viel trinke, bitte Herr, lass mich trotzdem Herr meiner Sünde sein. Also ich hatte wirklich überhaupt gar keine Furcht. Ich habe einfach für Sünde einfach gebetet, dass ich mit dir sündigen kann. Und ich wusste halt schon, dass es Sünde war, sich zu betrinken. Aber ab in diesem Moment war mir der Mensch einfach wichtiger als Gott. Ich habe mehr auf den Menschen gehört, als was Gott in seinem heiligen, großartigen, wunderbaren Gott, in seinem wunderbaren Schrift sagt. Er hat uns einfach diese Schrift gegeben und ich habe einfach nicht drauf gehört. Sie ist so heilig, sie ist so tief, sie ist so lebendig, sie ist einfach das Wort, was der Herr uns gegeben hat, weil er nicht möchte, dass wir in die Hölle gehen, weil er es wirklich, er hat kein Wohlgefallen am Tod eines Sünders. Aber weil Gott wirklich
ja, Liebe, gnädig und barmherzig ist und einfach wirklich kein Wohlgefallen hat am Tod eines Sünders, schickte er mir diesmal eine Person ins Leben. Ich war eines Abends mit einem Kollegen, er ist heute auch Christ und hat wirklich eigentlich fast die gleiche Geschichte wie ich, weil dieser damalige Freund, der uns diese Videos geschickt hat, der hat sie auch ihm geschickt. Wir waren damals in so einer Dreiergruppe und er hat sie auch gesehen und ja, dadurch ist er auch Christ geworden und wir haben uns dann wirklich auch, er ist heute ein Bruder und wir gehen wirklich sehr, sehr oft draußen einfach spazieren zu gehen und reden wirklich fast nur über Jesus und ja, mit ihm war ich dann auch auf jeden Fall an der Alster und war spazieren und plötzlich sind wir einfach an einer Stelle stehen geblieben und ja, wir unterhielten uns einfach, aber plötzlich kam wirklich ein Mann, der vom Heiligen Geist geführt oder geleitet worden ist und der kam auf uns zu und meinte, also er ist schon geradeaus weitergegangen, aber er konnte wirklich nicht geradeaus weitergehen und er hat zu uns gesagt, ob wir schon Buße getan hätten und hat gesagt, dass die Wiederkunft des Herrn nahe vor der Tür steht. Und ja, der Herr wird wirklich bald zurückkommen. Und er hat auch gesagt, ja, dass wir Buße tun sollen. Und dadurch bin ich wirklich zu Hause mit völliger Furcht auf die Knie gegangen, weil ich wirklich eigentlich fast wieder in der Welt war. Und ich hatte solche Angst. Ich hatte solche Angst, ja, vor diesem Gericht und auch vor Gott, weil das alles gerecht ist, wenn man in die Hölle geht. Das ist wirklich gerecht. Ich habe das erkannt. Und ich habe verstanden, entweder Christus oder Satan, Himmel oder Hölle. Und danach hat Gott in meinem Leben aufgeräumt. Auf einmal war ich von all den weltlichen Freunden getrennt. Weil ich habe ihnen von Christus erzählt, aber sie wollten ihm nicht nachfolgen. Sie wollten ihren Begierden nachfolgen. Und deshalb habe ich angefangen, täglich in der Bibel zu lesen. Und ich erkannte wirklich mehr und mehr, wie heilig Gott ist und wie sehr er die Sünde hasst. Ich wusste bis vor kurzem wirklich nicht, was es ist. Ich habe wirklich das Böse auf einmal so sehr gehasst. Ich habe es wirklich gehasst und ich habe die Sünde gehasst. Und ich habe erkannt durch das Buch von Crosspaint, Überrascht von Furcht heißt das. Wenn ihr das wirklich noch nicht gelesen habt, kann ich euch das wirklich empfehlen. Das ist ein wunderschönes Buch, wo er wirklich zeigt, wie wichtig diese Furcht auch vor Gott ist und wie wunderbar auch diese Furcht vor Gott ist. Und ja, und ich habe dann erkannt, dass das die Furcht des Herrn ist, weil die Furcht des Herrn ist, ja, ist der Anfang aller Erkenntnis, das Böse zu hassen und das Gute zu tun. Da steht in Sprüche 1, Vers 7. Und deshalb ist es so wichtig, den Herrn zu fürchten, weil der Teufel, er will diese Furcht vor Gott nehmen. Weil wenn du den Herrn nicht fürchtest, dann hast du keine Erkenntnis. Dann schenkt dir Gott keine Erkenntnis, wenn du wirklich das Böse nicht hast und das Gute ich tue es, dann wirst du keine Erkenntnis bekommen. Und deshalb kann ich wirklich jedem sagen, fürchte Gott. Und egal wie lange man im Glauben ist, es ist so wichtig, den Herrn zu fürchten und in seiner Furcht zu wandeln. Deshalb fürchte jeden Tag den Herrn, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Und wenn dich wirklich Ex zu versuchen zu bringen, dann wirklich schmeiß sie raus. Wirklich sei radikal, weil Jesus selber war radikal. Wir müssen nur gucken, wie Jesus auch zu den Pharisäern geredet hat. Der Herr Jesus, er hasst das Böse und liebt das Gute. Und deshalb, Herr, wirklich, wenn dir wirklich Sachen zu versuchen bringt, dann wirklich trenn dich von ihm. Fürchte Gott. Fürchte Gott. Und es ist täglich so ein harter Kampf. Deshalb sage ich das auch wirklich zu mir selber. Aber wir müssen in der Bibel schauen, was Josef gemacht hat. Als er versucht worden ist von der Frau des Potiphar. Da steht nämlich in 1. Mose 39, Vers 12, er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Das heißt, er stand nicht da und hat gegen angekämpft, sondern er floh, er ist geflohen, er ist weggegangen. Deshalb müssen wir auch wirklich weggehen, wenn uns Instagram zur Versuchung führt, dann löschen wir diese App und schauen nicht erst noch irgendwelche Fotos an und sagen, nee, wir sind stark. Wir müssen gerade vor dieser Sünde fliehen. Guck mal, was er gesagt hat, auch in 1. Mose 39, Vers 9 hat Josef gesagt, wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Er hat es erkannt, wie schlimm es ist, gegen Gott zu sündigen. Er fürchtete Gott. Und Paulus, das habe ich auch letztens gelesen, was Paulus geschrieben hat, ist auch wunderschön.
so fliehe nun die jugendlichen Lüste. Das heißt, wir müssen fliehen und wir müssen die Gegenwart des Retters suchen. Wir müssen auf das sehen, was droben ist und nicht, was vergänglich, was weltlich ist. Wir müssen wirklich nach oben schauen und was Gott in seinem Wort gesagt hat, geschrieben hat. Wir können mit unserem Fleisch nicht siegen, sondern nur durch den Heiligen Geist. Und der Geist kann uns auch wirklich, kann in uns auch nicht größer werden. Und wie auch Paulus geschrieben hat, werdet voll Geistes, wenn wir in der Furcht des Herrn leben. Das heißt, das Böse hassen, uns trennen von dem Bösen und das Gute tun. Weil Gott hat uns auch ein Versprechen gegeben. Er hat gesagt, in Prediger 8, Vers 12, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten und die sich scheuen vor seinem Angesicht. Das heißt, uns wird es gut gehen, wenn wir Gott fürchten. Uns wird es gut gehen, wenn wir das Böse hassen und das Gute tun werden. Uns wird es gut gehen, das hat Gott versprochen. Und Gott ist nicht ein Mensch, wie es auf Mose steht, dass er lüge. Das heißt, Gottes Versprechen sind wahr. Und das ist so eine wunderbare und großartige Zusage, dass es uns einfach gut gehen wird, wenn wir den Herrn fürchten. Paulus hat auch geschrieben, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. In dem Kapitel davor ging es nämlich auch um das Geld, das heißt, dass man nicht dem Geld auch nachfolgen sollte, sondern dass das Geld, ja, das Wurzel alles Übels ist. Und deshalb hat er geschrieben, fliehe diese Dinge, aber jage nach Gerechtigkeit. Und jetzt kommt Gottesfurcht. Das heißt, wir sollen danach jagen. Das heißt, nicht nur nach der Bekehrung den Herrn fürchten, sondern danach jagen, danach trachten. Das heißt, auch den Herrn zu bitten, dass wir in seiner Furcht wandeln und leben. Aber dass wir auch nach dem Glauben jagen, der Liebe jagen, der Geduld. Geduld ist auch etwas so, so Wichtiges. Und der Sanftmut. Ja, deshalb wirklich, lasst uns bitten, dass wir durch den Heiligen Geist, lasst wir Jesus bitten, dass wir durch den Heiligen Geist in seiner Furcht wandeln. Denn es ist so etwas so Wunderschönes, dass wir den Herrn fürchten dürfen oder nicht. Es ist so etwas Großartiges, dass der Herr uns Erkenntnis geben wird und auch möchte, wenn wir ihn fürchten. Wir dürfen einfach Gott fürchten. Wie viele Menschen da draußen laufen am Sinn des Lebens vorbei? Wie viele Menschen sehen es als nicht schlimm an, wenn man vor der Ehe schläft oder sich zu betrinken? Ja, und heute wirklich, wie viele Menschen sehen es als normal an, sich zu scheiden zu lassen, sich zu betrügen und einander zu belügen? Es ist alles normal geworden, aber Gott hasst das. Und wenn wir wirklich in seiner Schrift lesen und ihn fürchten und das erkennen, und Gott schenkt uns diese Erkenntnis, dann dürfen wir einfach die Sünde hassen. Wir dürfen einfach die Sünde hassen. Das ist großartig, dass Gott so viel Gnade mit uns hat. Das ist wirklich alles Gnade, dass uns Gott auch seine Furcht schenkt. Ja, und deshalb wirklich ist das einfach nur Gnade, dass ich heute hier stehen darf. Weil, wenn ich wirklich zurückdenke, dass ich wirklich einfach zuletzt einfach hier war in Hannover, und ich habe getrunken, ich habe gefeiert und ich habe wirklich in fast jedem meiner Sätze den Namen des Herrn verflucht. Zum Beispiel OMG gesagt oder, also oh mein Gott oder oh Gott oder den Namen des Herrn verflucht in fast jeder meiner Sätze. Ich habe auf den Namen des Herrn geschworen. Aber Gott hat gesagt, früher, in Mose steht das auch, ja, dass die Leute gesteinigt werden sollen, die seinen Namen missbrauchen. Und heute stehe ich einfach hier und lobe den Namen des Herrn. Heute stehe ich hier und preise ihn und habe ihm einfach alles zu verdanken. Kann man nicht in Worte fassen, dass der Herr es einfach um 180 Grad gedreht hat. Das Leben und das von jedem von uns. Und er wird es und er möchte es auch drehen. Er hat gesagt, er hat kein Wohlgefallen am Tod eines Sünders. Das heißt, wenn man noch nicht ein Kind Gottes ist, dann wirklich kommt zu ihm, er lebt. Er ist ein lebendiger Gott, wie wir auch vorher gehört haben von vorn. Ich komme heute zum Kreuz. Der ist alle Zeit da, er lebt, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, und das Erstaunliche ist auch, dass Gott wirklich uns jederzeit holen hätte können. Gott hätte uns wirklich jederzeit holen können und wir wären in die Hölle gegangen, wenn wir noch nicht bekehrt
oder noch nicht zu ihm gehört haben, das sind wir einfach von Kind auf, wie in der Bibel steht, sind wir Kinder des Zorns. Und Gott hat uns und kann uns wirklich alle Zeit holen. Aber er ist ein gnädiger Gott. Und er möchte, wie es auch in 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist sein Wunsch. Und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deshalb wirklich, lasst uns wirklich den Herrn bitten, dass er uns täglich Kraft gibt und Gnade mit uns hat. Dass wir seine Botschaft verkündigen. Dass wir wirklich rausgehen und egal, wie sehr uns die Menschen hassen, dass wir dazu stehen, dass wir über diesen wunderbaren Gott staunen. Auch wie in Apostelgeschichte 26, Paulus, als er zu dem König geredet hat, dass er gestaunt hat. Er hat über Jesus gestaunt und ihm war das so egal, ja, was die Menschen überdenken. Und er hat sogar gesagt, der König, dass er nicht weiterreden soll, dass du mich nicht überredest, ja, ein Christ zu werden. Das ist bemerkenswert, was für eine Kraft das Wort Gottes hat. Und wenn wir wirklich den Menschen einfach sagen, wie herrlich Gott ist und auch ihnen zeigen, dass sie Sünder sind, an den 10 Geboten ihnen das deutlich machen. Weil jeder von uns hat schon gesündigt, jeder von uns hat gelogen, jeder von uns hat seinen Bruder oder einen Menschen schon gehasst. Und ja, wie Fong auch vorhin sein Lied gesagt hat, das heißt, wir haben Mord. Für Gott ist das, wie wenn wir Mord begangen hätten. Wir haben eine Frau oder einen Mann mit Lust begehrt. Für Gott ist das, als wenn wir Ehebruch begangen hätten. Und das hat jeder von uns. Jeder von uns hat gesündigt. Und jeder von uns hat auch diese Herrlichkeit des Herrn schon wahrgenommen durch die Schöpfung. Jeder von uns weiß eigentlich in seinem Herzen, dass es einen Gott geben könnte. Und deshalb wirklich wird es eines Tages keine Entschuldigung geben, wenn man Jesus Christus nicht angenommen hat als sein Herr und Erlöser. Wenn man nicht erkannt hat, dass man schuldig ist und dass man das Kreuz braucht, dass man nur durch sein Blut ins Heiligtum eintreten darf. Und er ist so ein wunderbarer Retter, weil er ist nicht umsonst in diese Welt gekommen. Er hat sich nicht umsonst auspeitschen lassen, geschlagen lassen. Und das von seinem eigenen Geschöpf. Er hat uns erschaffen, von seinem eigenen Geschöpf wurde er geschlagen. Von seinem eigenen Geschöpf wurde er geschlagen. Das ist so bemerkenswert. Das ist so, man kann das wirklich nicht in Worte fassen. Also mir fehlen wirklich die Worte, wie großartig und wie wunderbar Gott ist. Aber wie gleichzeitig, wie gerecht auch er ist. Wie gerecht er auch ist und wie sehr er die Sünde hasst, da sieht man einfach am Tod von Jesus. Bevor Jesus gekreuzigt worden ist, wurde sein Schweiß wie Blutstropfen. Jesus hatte selber Angst. Jesus hatte wirklich diese Schmerzen vor Augen, weil die Sünde so, so schlimm ist. Und die Sünde gegen Gott, das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist so ein Gräuel, wirklich gegen Gott zu sündigen. Und Gott hat deshalb Jesus geschickt und deshalb jemand musste sterben. Aber Jesus tat es, der Schöpfer der Welt. Und ja, deshalb kann ich wirklich jedem auch einfach nur Mut geben, egal wie steinig der Weg ist und egal wie hart der Weg ist einfach hart. Jesus hat da selber gesagt, es ist nicht leicht, ein Christ zu sein, aber die Welt da draußen ist so vergänglich. Es ist wirklich, die ist wirklich so vergänglich. Man hat 80 Jahre und Gott hat gesagt, ein Tag, in seinem Wort hat Gott gesagt, ein Tag ist wie 1000 Jahre. Und in der Bibel wurde nicht ein Mensch ein Tag alt. Nicht ein Mensch wurde ein Tag alt und jetzt 80 Jahre, wie wenig ist das für Gott? Und warum hängen wir unser Leben an diese 80 Jahre, statt einfach nach dem zu sinnen, was droben ist, nach dem zu trachten, was droben ist und daran festzuhalten. Das ist wirklich feiern zu gehen. Du gehst feiern und am nächsten Morgen wachst du auf und du merkst, das erfüllt dich alles nicht. All diese Welt, das erfüllt einen wirklich nicht. Du hast, wenn du Frieden mit Gott nicht hast, du wirst keine Erfüllung im Leben haben. Wie viele Leute machen Selbstmord und haben so viel Geld? Sie bringen sich um, weil das... Sie erfüllt das nicht, man denkt, es erfüllt einen, aber es sind alles Wege des Teufels. Das sind alles Wege, die dich von Gott wegbringen. Und Gott hat das alles schon in seinem Wort gesagt, wie vergänglich das ist. Es ist so vergänglich, aber der Herr, er ist ewig. Er ist ewig und er ist nicht vergänglich. Und deshalb wirklich, halte an ihm fest. Der Herr Jesus, wie ich vorher gesagt habe, Johannes 16, Vers 33, er hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er hat die Welt überwunden. Wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten. Wir brauchen uns nicht vor den Menschen zu fürchten. Und das sage ich wirklich zu mir selber, weil ich selber sehr, sehr viel Furcht habe. Aber wirklich, lass uns keine Furcht haben. Lass uns den Menschen wirklich das Evangelium verkündigen. Weil es kann sein, dass wir den Menschen nur einmal in unserem Leben sehen. Und das ist doch viel schöner, über Christus zu sprechen. Auch wenn er das ablehnt. Aber wer weiß,
Vielleicht kommt er in 10 Jahren, 20 Jahren oder kurz vor seinem Tod, erinnert er sich an diese Worte. Weil das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Und es fällt auf fruchtsamen Boden. Und auch in der Bibel natürlich steht auch drin, die Worte kommen entweder zum Gericht oder halt zum ewigen Leben. Aber lasst uns für das Evangelium zu verkündigen, lasst uns auf das hören, was Jesus in seinem Wort gesagt hat. Dass wir die Menschen zu Jünger machen sollten. Lasst uns Menschenfischer sein. Ja, und die Stärke ist, die uns Gott auch gegeben hat. In Nehemia 8, Vers 10 steht, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das heißt, die Stärke wirklich ist, Freude am Herrn zu haben, egal wie steinig und wie schwer dieser Weg ist, die Freude am Herrn, der Herr hat alles überwunden, der Herr hat uns wirklich gerettet, wenn wir Kinder Gottes sind. Wir brauchen wirklich nicht mehr traurig zu sein. Wir können Freude daran haben, dass er diesen Weg gegangen hat. Wir können Freude daran haben, dass wir ewig leben. Ewig leben. Es wird so herrlich sein. Man kann das gar nicht in Worte fassen, wie wunderschön der Himmel sein wird. Wie wunderschön der Himmel sein wird. Und deshalb wirklich, komm zu Christus. Komm zu Christus. Weil Gott hat auch gesagt, weil Jesus hat selber mehr über die Hölle als über den Himmel gesprochen. Weil er auch erkannt hat, wie schrecklich die Hölle auch sein wird. Es ist ewige Trennung. Es ist ewige Trennung und es wird so schrecklich sein, wirklich. Aber es ist gerecht. Es ist wirklich gerecht, weil man gegen diesen heiligen Gott, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie heilig er ist. Er hat diese Sonne, wie auch im Psalm steht, die Sonne freut sich, ihre Bahn zu laufen. Die Sonne freut sich einfach, die Bahn zu laufen. Wie heiß die Sonne ist und er hat sie mit seiner Hand erschaffen. Der Herr hat sie einfach mit seiner Hand erschaffen. Und deshalb, lasst uns wirklich diesen Gott fürchten. Und lasst uns wirklich in seiner Furcht wandeln. Und lasst uns wirklich ein Licht sein. Wie auch in Philipper 2, Vers 12 steht. Seid ein Licht in diesem verkehrten und verdrehten Geschlecht. Das hat Gott, hat das schon alles gesehen, dass die Menschen nach etwas anderem trachten. Aber wenn wir nicht unseren Mund aufbekommen, wer dann? Wer dann? Und es ist so traurig zu sehen, oder dass Menschen wirklich tagtäglich auf dem Weg in die Hölle sind und dass wir gerettet sind, dafür können wir uns nicht selber rühmen, weil auch in der Bibel steht, dass all unsere guten Taten schon vorbereitet sind. Das heißt, wir haben uns nicht bekehrt, sondern Christus hat uns gerufen, Christus hat unser Herz verändert und wer bekehrt sich nicht, wenn er erkannt hat, dass er ein Sünder ist? Und deshalb können wir uns wirklich dafür nicht selber rühmen. Wir können uns wirklich Gott alle Ehre geben für all diese guten Taten. Das ist alles Christus in uns. Das ist alles wirklich Christus in uns. Das ist alles Christus in uns. Deshalb bitte, bitte den Herrn in dein Leben. Und dass er dir auch wirklich, steht auch in Römer 12, meine ich, dass du dieses Feuer bekommst, dass du brennend im Geist bist und dass du wirklich der Welt auch zeigst, wie du über den Herrn sprichst, dass er lebt und dass er großartig ist. Dass er großartig ist und dass er einen perfekten Plan hat. Vom ersten Vers bis zum letzten Vers ist einfach nur ein Liebesbrief, was Gott uns geschrieben hat. Und was Gott uns gegeben hat. Gott hätte uns das alles nicht geben müssen. Wir hätten es verdient gehabt, dass jeder von uns in die Hölle gegangen wäre. Aber Gott möchte es nicht. Gott möchte es nicht, sondern Gott hat einen Plan. Lasst uns wirklich die Botschaft verkündigen. Und das war mein Zeugnis. Ich danke wirklich dem Herrn. Ich habe wirklich all das habe ich wirklich nur dem Herrn zu verdanken. Ich habe wirklich selber nichts gemacht. Ich kann es selber nicht verstehen, warum ich, aber ja, das wird sich jeder von euch fragen, aber der Herr ist gut und der Herr hat Gnade. Der Herr ist wunderbar. Lasst uns wirklich über diesen Herrn staunen. Und ja, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und deshalb wirklich, wenn dein Herz voll ist von Jesus, dann ist das ein Zeichen, dass du neu geboren bist auch und dass du wirklich auch sprichst. Ist auch so einfach, wirklich. Sprich nicht das, was die Welt hören möchte, sondern das, was Gott in seinem Wort sagt und das, was in deinem Herzen ist. Sprich das und zeig der Welt, dass es einen Schöpfer gibt und dass es Hoffnung gibt. Auch gerade mit dem Krieg, man weiß wirklich nie, wann das Leben zu Ende sein wird. Wie schnell auch das Leben zu Ende sein wird. Man weiß nie, wann der Herr einem auch die Luft nehmen kann. Man kann wirklich, egal wie jung man ist, der Herr
kann dafür sorgen, dass wir wirklich eines Morgens nicht mehr aufwachen und dann auf einmal stehst du vor ihm. Und deshalb wirklich, man weiß wirklich nicht, wann man geht. Und deshalb komm heute zum Kreuz, wenn du noch nicht da bist. Danke, Herr, dass du so groß und wunderbar bist. Danke für den Abend. Danke, dass wir uns hier versammeln dürfen. Danke für diese wunderbare Gemeinschaft. Danke, dass wir dich loben dürfen mit den Liedern. Danke auch für Fong, dass mit dem Projekt, das du jetzt gerufen hast. Und ich bete wirklich so sehr, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Ich bete so sehr, dass die Menschen nicht mehr diesen weltlichen Hip-Hop hören, sondern dass sie den Gospel-Rap hören, der zeigt, dass es etwas Ewiges gibt, der Hoffnung gibt und der wirklich zeigt, dass der Herr lebt. Bitte, Herr, berühre unsere Herzen, verändere unsere Herzen und wirklich lass uns dich fürchten. Herr, schenk uns auch deine Furcht, Herr, und ich bete wirklich dafür, Gott, gebrauche jeden Einzelnen für dein Reich und als Werkzeug, Herr, lass uns wirklich auf diesen letzten Metern, man weiß nicht, wann du zurückkommen wirst, aber bitte, Herr, lass uns auf diesen letzten Metern nochmal alles geben, Herr. Lass uns wirklich durch den Heiligen Geist dein Licht sein und für dich brennen und für dich leben, Herr. Und lass uns der Welt zeigen, dass du lebst, dass du am Leben bist, Herr. Bitte, Herr, hab Gnade mit uns, mit all unseren Sünden und zeige uns wirklich auch die Sünden, die im Verborgenen sind. Und lass uns wirklich diese Sünde hassen und das Gute tun. Lass uns wirklich das Gute tun. Oh, du bist so groß und wunderbar, Herr. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass wir an dich glauben dürfen. Danke, dass du uns den Glauben geschenkt hast. Danke, dass wir lieben dürfen. Danke, dass du auch unser Herz verändert hast. Danke, dass du aus Hass Liebe gemacht hast. Danke, dass du all meine schlimmen Taten und auch jeder hier sitzt, doch der vergeben hast, ja. Dass du wirklich, egal wie schrecklich man gewesen ist, dass du vergeben hast. Du hast vergeben, Herr, und danke, dass du so großartig bist, dass wir in deinem Namen uns versammeln dürfen. Dank dein Kreuz, Herr. Ja, ja, dir gebührt die Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen.